Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zurück zu Let's Play hier bei Ratchet & Clank A Crack in Time. Ja, wir machen jetzt direkt dort weiter, wo wir in der letzten Folge stehen geblieben sind. Und natürlich ein Dankeschön an die Zuschauer da draußen, die das ganze letzte Video fantastisch bewertet haben. Ja, ihr seht, wir befinden uns diesmal erneut auf Lord Vorsalons Schiff. Ja, ihr habt es richtig gehört, wir sind wieder im Lord Vorsalons Schiff, denn wir haben soeben erfahren, beziehungsweise ganz am Ende der Folge gesehen, dass Azimuth gefangen genommen wurde. Ja, unser einziger Kumpel bzw. Mentor, General Azimuth, wurde tatsächlich von Lord Vorsalons gefangen genommen. Und wir sind natürlich hier, um ihn zu befreien. Und den Rest werden wir mal schauen, wie wir dann auch weiterkommen. Okay, ja, hier haben wir schon auch viele, viele Feinde erledigt. Oh je, da sind ja schon die an nächsten Kameraden. Ja, ich weiß, ihr seht mich. So, hey. Ihr sollt nicht verstecken. Okay, ich hoffe, das waren jetzt die letzten. Okay, jetzt können wir hier rüberschwingen. So, dann alle hops. Aha, noch mehr Feinde. Sehr geil, Stufe 3. Es wird hier immer besser mit den Aufleveln. Oh, dafür brauchen wir schon mal Öl. Okay. Ah, hier habe ich schon mal das Öl. Saugen, saugen, saugen. Und drehen, drehen, drehen. So, verzieht euch, ihr Bastarde. Ja, ich weiß, das ist nicht cool. Aber für mich ist es cool. Okay, wo muss ich denn jetzt eigentlich hin? Ach, hier drüben. Und es geht... Es geht nach unten. Ah, hier haben wir schon mal den Händler. Alles wieder voll machen. Oh, das sieht wieder nach einem Bossgegner aus. Also wieder ein Arena-Kampf. Wo ist der Vorsalon? Ich wusste es. So, weißt du was? Ich habe jetzt viele neue Waffen. Und hier. Ja, eine kleine Kostprobe gefährlich. Wow, 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 wow. Aber ich glaube, der ist ja auch noch ein bisschen stärker geworden, dieser Vorsalon. Ah, guck mal, wie schwach er ist. So, ich würde mal sagen, Tanz für mich. Und ja, ihr seht, ich habe auch die Kreisklinge letzten Folge bekommen. Und die war auch für mich auch runterreduziert, weil ich hatte ja damals im letzten Teil die Waffe auch gehabt und deswegen habe ich habe ich Rabatt bekommen. Hey, du machst dich hier nicht unsichtbar, mein Freund. Aber ja, ihr seht schon, er ist ja gleich fertig hier. Ah, ich höre ihn. Ach, wow, wow, wow. Hey, das ist jetzt ja ein bisschen Schummelei. Das finde ich jetzt oberfies und gemein. Zeigt es sich jetzt auch?
Aha, da bist du. Ich werde nicht so früh freuen. Aha, so, Plasmastürmer? Ah, der macht nicht so viel Schaden. Ach nee, du sollst dich nicht verstecken. Natürlich. Ein Lombax wird dich besiegen. Und zwar zum zweiten Mal. Tja. Was siehst du jetzt? Oder was glaubst du jetzt? Aber ich finde das irgendwie so schon total... Was? Ah! Ach so! Ey, wie geil! Tja, ein bisschen eingefroren, würde ich mal sagen. Das ist geil. Geil gemacht. Oh doch. Tja, Leute, das war der Kampf gegen Lord Vorselon Teil 2. Ja, also ganz ehrlich, das war ja nichts Neues. Aber er ging irgendwie auch schon recht schnell, muss ich ganz ehrlich sagen. War ja auch nicht so schwer, ihn zu besiegen. Okay, jetzt werden wir Azimut befreien. Und es geht nach oben, will ich mal sagen. Genau. Okay, das sieht nach dem regulären Weg aus, aber ich möchte hier ein bisschen umschauen. Kann es sein, dass wir vielleicht schon mal dort waren? Das kommt mir so bekannt vor, die Gegend. Ich könnte schwören, dort hätten wir mal was abgemacht. Und hier drin war etwas, glaube ich zumindest. Oder ich kann mich irren. Okay, oh, 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 oh. Oh, hey, das war ja gemein. Oh, 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 scheiß Laser fallen. Aber ich hab's geschafft. Und da ist er ja. Ratchet, was machst du denn? Ganz ruhig. Rettungsmissionen sind genau mein Ding. Wie deaktiviere ich das Sicherheitsfeld? Diese Kabel müssen zu einer Art Energiequelle führen. Folge ihnen und zerstöre die Sicherungsgeneratoren. Okay, dürfte ja kein Problem sein. Ich meine, auf der Karte sehen wir ja, wo die befinden. Aber laut meiner Erinnerung würde ich sagen, wir waren wirklich schon mal hier. Oh Gott, ich lasse diese Laser fallen. Wow, 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 das war knapp. War das jetzt nicht hier? Ah. Ah. Okay, eins hätten wir schon mal. Vergiss nicht, los! Geht zur Uhr!
Rette die Lombaxe! Nein, ich werde dich retten, mein Freund. Ich werde keinen hier allein lassen. Wir haben schon Nordwasserland besiegt. Ich lasse dich hier dich nicht verrotten. Und ich hab's verkackt. Scheiße. Das war fies. Okay. Aber ich starte von hier. Und ich hab's geschafft. Gott sei Dank. Ja, man braucht echt ein sehr gutes Timing. Und ein sehr gutes Auge dafür. Ah, jetzt kann ich hier rüber schwingen, Gott sei Dank. Okay, ich warte noch einmal. Oder nee. Quatsch. Ich dachte, die wären auf diese Kisten befestigt, aber nope. Die Verstärkung ist jeden Moment hier. Beeil dich. Oh Gott, noch mehr Laserfallen. Okay, ah, hier brauche ich wieder einen Omnisauger. Ah, verstehe. Nee. Und hier brauchen wir wieder Öl. Saugi, saugi, saugi. Sehr schön. Azimut, du bist frei, mein Freund. Dann hätten wir auch das schon mal erledigt. Ratchet, der Entriegelungshebel liegt frei. Ja, ich bin schon dabei. Ich weiß, es war eine Zeit lang echt brenzlig. Aber dann ist in mir der alte Lombax-Instinkt erwacht und ich, Du Narr! Ich habe dich weggeschickt. Und du kommst einfach zurück. Wow, die Reaktion habe ich irgendwie nicht erwartet. Wissen Sie, General, ich habe auch nicht den ganzen Tag nur Däumchen gedreht. Ich war auf Zeitreise, weiß, was mit Orbus passiert ist. Auf Zeitreise? Wann? Wie weit? Nicht weit genug. Es ist nur, wir sind die Einzigen, die die Vergangenheit wieder in Ordnung bringen können. Ich bin stolz auf dich. Kommen Sie, wir müssen los. Schon. Wir kommen hier raus. Wir beide. So, dann nichts wie weg hier. Oh Gott. Komm, nicht rumstehen, Azimut. Sie werden uns nicht kampflos vom Schiff lassen. Bist du bereit? Also ich bin auf jeden Fall bereit. Oh Gott, warum habe ich so viel Lebensenergie verloren? Was soll der Scheiß? Ah, jetzt bin ich wieder voll, Gott sei Dank. Komm, Azimut, wir müssen hier raus. Azimut!
Azimuth, komm, wir müssen hier raus. Och nö, bitte sag nicht, dass das Spiel jetzt hier hängt. Oh Gott, warum Spiel? Warum tust du mir das an? So, Azimuth. Ja, dann komm her. Und jetzt speichert das wieder. Ich bleib erstmal hier stehen. Azimuth, ich bin hier. Och nö, 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 nö. Okay, ich glaube, das Spiel hängt, weil ich weiß wirklich nicht, warum. Ich meine, Azimuth bewegt sich ja, aber warum? Ja, aber tanzen tut er. Vielleicht kommt er doch jetzt. Ah, jawohl. Gut, dass ich das gemacht habe. Okay, gut. Ich muss doch nicht das Spiel von neu starten. Ja, er hat seine Moves. Okay, jetzt können wir natürlich das gute Geschütz nehmen. Boah, nee, 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 das wird mir zu viel. So, komm, Mr. Zuko, ich bräuchte dich. Oh yes, Groovyton Stufe 2. Ah, na super, noch mehr Feinde. Oh Gott, das wird echt zu viel für mich. Ah! Ah, verdammt, warum ist hier kein Waffenhändler? Oh Gott. So, hier ist Nanotech! Boah, das war knapp! Nein!
Dieser verdammte Elena! Boah, genau in diesem Zeitpunkt. Und natürlich muss das wirklich alles wieder von vorne machen. Ach Leute, wir hatten das doch fast geschafft. Genau so einer. Hey, warum habe ich genug Muni mehr? Ey, nicht schon wieder. Wow. Boah, das fällt mir auch wieder echt zu viel hier. Ja, das gibt's doch nicht! So, ausgetrickst. So, warum bin ich denn nicht hier früher drauf gekommen? So, wieder alles schön voll machen. Also mit dem Vermittler geht das echt rucki die Zucki. So, und wer ich verrecke noch einmal. So, fick dich! Jawoll! Endlich! Gott sei Dank! Meine Fresse, was war das hier schon ein Kampf? Aber ich hatte auch wirklich beim privaten Durchspielen bei diesem Bereich auch viele große Schwierigkeiten gehabt. Ich melde mich, sobald ich kann. Danke, dass du einen alten Lombax gerettet hast, Ratchet. So, dann erstmal wieder alles voll machen hier. Ah, ich bin wieder voll. Und dann nichts weg hier. Ja, alles klar. Konnten Sie Forselons Flugdaten dechiffrieren? Sie waren mit einem doppelthexagonalen Holoschlüssel kodiert, aber eine der Dateien war ungeschützt. Sieht aus wie Koordinaten im Bernilius-Sektor. Tja, es ist nicht viel, aber unsere einzige Spur. Laden Sie sie auf mein Schiff und wir treffen uns dort. Ratchet Ende. Okay, springe in den Bernilius-Sektor.
Alles klar, ein neuer Sektor und das ist jetzt der vierte Sektor. Okay, aber Leute, das heißt dann, ihr wisst ja doch ganz genau, was es heißt, wir werden erst in den Bernelos-Sektor hinreisen, wenn wir erstmal die restlichen Monde erkundet haben. So machen wir es. Okay. So, wir haben ja auch natürlich eine Erneuerung. Impulskanone. Blaster. Und das sind Raketen. Blaster sieht schon ziemlich geil aus. Und die Flügel verändern sich auch. Okay. Ja, ich würde mal sagen, damit machen wir es. Zeit ist ja noch. Ich würde mal sagen, wir erkunden diesen einen Mond, Cortus Beta. Und dort gibt es ja nur ein Sony. Und wenn ich den habe, würde ich dann auch so langsam die Folge beenden, so leid es mir auch tut. Überraschung! So, und weg da! So, oh, hey, hey, nicht verarschen, nicht verarschen, nicht verarschen, nicht verarschen! Aha! Das da, ne? Und, hab ich dich! Okay, sehr geil. Sony Nummer 5, 25. Okay, aber laut Karte müsste noch etwas sein. Da, dieser ganz kleine weiße Punkt. Da ist doch bestimmt was versteckt. Bestimmt wieder ein Goldbolt. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kriegt man den? Ich würde mal versuchen, erstmal den zu kriegen, bevor wir diesen Mond verlassen. So, das sieht... Ah, okay. Aha, was ist das denn? Das ist auf jeden Fall kein Goldbolt. Was zur Hölle ist das? Du hast einen Omnidichtung gefunden. Okay, und was macht es? Keine Erklärung? Okay, interessant. Ja, und das heißt eigentlich, dann hätten wir auch eigentlich diesen Mond schon mal komplett erkundigt. Ich schau mal vielleicht in den Inventars. Eine Omnidichtung. Hm. Vielleicht hier bei Omnisauger? Nee. Okay. Ah, halt, Moment, Geräte. Ach so, okay, nee. Aphelion. Nee, okay. Ich habe jetzt keine Ahnung, was dieser Omnidichtung mir jetzt sagen soll. Vielleicht wisst ihr es. Wenn ja, dann schreibt das gerne mal in den Kommentaren. Das würde mich irgendwie sehr, sehr mir freuen. Ja gut, Leute. Das heißt, das war's dann auch mit der Folge wieder. In der nächsten Folge erkunden wir dann die restlichen Monde von diesem Sektor. Das ist nämlich der Cortus-Sektor, wenn ich mich nicht recht erinnere. Genau, der Cortus-Sektor. Dort fehlen uns noch einige Zonis. Ah, auf dem Planet ist ja noch ein Zoni, okay. Aber den werde ich... Ah, hier auch noch. Okay. Okay, verstehe, verstehe. So, aber wie gesagt, in der nächsten Folge werden wir den restlichen Monde erkunden. Und wenn wir es geschafft haben, werden wir dann auf den nächsten Sektor hinreisen und mal schauen, wie wir dann dort weiterkommen. Okay, Leute, ich hoffe, die Folge hat euch wieder mal grandios gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne mal ein Like da oder schreibt doch wenigstens einen netten Kommentar, denn das würde mich wirklich sehr, sehr freuen.
Und ich sage noch, danke fürs Zuschauen, danke, dass ihr wieder mit dabei wart und wir sehen uns das Ganze erst in der nächsten Folge hier bei Ratchet & Clank A Crack in Time. Macht's gut, bis bald und haut rein. Tschüss.